Und da sind wir wieder mit Let's Play Far Cry 3. Ja, der Truck schläft nämlich nicht. Ah ja. Das heißt, wir ziehen das jetzt hier eben durch. Ja, komm, wenn der Typ mal ein bisschen schneller fahren würde, könnte er die voll überfahren, weil die mitten auf der Straße stehen. Ich wollte dem Typen gerade einen Headshot geben, da fährt er mit seinem Truck vor und ich schieße ihm in den Reifen. Und dann so, oh, du musst den Truck jetzt aber reparieren. Das wäre ja, der Obertroll. Und dann so, wenn du nicht wie ein Idiot fahren würdest, dann müsste ich das jetzt nicht. Es ist irgendwie zu ruhig. Ja. Und er fährt zu langsam. Alles sehr, sehr verdächtig. So, wo ist der erste Sniper, ne? Die sind überall! Beschützt den Wagen! Was heizt er da jetzt voll mit seinem Wagen rein? Was soll der Scheiß? Weißt du aber, gerade wo nichts war, da ist er dann im Krieggang hergefahren, ne? Natürlich. Wo wir dann so, lol, ich fahr in das Lager rein, ja, beschütze mich halt und dann so, das habt ihr nicht geschafft und dann so. Das ist wie bei GTA San Andreas, die legendäre Mission mit dem Zug. Und dann so, ah, das Einzige, was du machen solltest, war dem dämlichen Zug zu folgen und dann so, Junge, schieß halt besser. Ja. Und hier ist halt so, fahr halt besser. Bleibt in Sichtweite des Autos, ja. Ja, dann fahr halt nicht so schnell weg, du Strulli, Mann. Ach komm, wir laufen ihm jetzt hinterher. Das gibt's doch nicht. Weil ich kaum noch Munition habe. Und die Sonne mich gerade hart blendet. Ich glaube, den Truck. Jetzt mal Ende hier, Mann. Ja, das steht einer davor, ja. Was zum Henker? Du hast ihn erschossen und er ist einfach verschwunden. Plötzlich war er weg. Ja, bleib stehen. Bleib stehen, Junge. Nein! Jetzt bleib doch stehen! Mensch! Nö. Schweißbeier am Start hier. Also dafür, dass das hier so in so einem Chaos endet, kommen wir ganz gut durch. Ja. Oh, wo kommt der Typ hinter mir denn jetzt her? Jetzt halt dich schneller. Los. Da war nämlich noch einer. Warum fährt er denn weiter, wenn wir den noch nicht verteidigt haben, soweit? Mensch! Nein, wo kam der denn jetzt her? Der Truck ist echt genial. Der Truck ist Vollmaster, weißt du? Volltruck quasi. Das doppelte T. Ah. Weißt du denkst immer so, hat der Typ auch irgendwie... Mission. Ich habe das Gefühl, manchmal tauscht er dann die Augen gegen einen Bleifuß und andersrum. Mhm. Manchmal liegt so ein Backstein auf dem Gaspedal und manchmal liegt so ein Backstein auf dem Bremspedal. Und ein Backstein in mir. Der Backstein zirkuliert immer zwischen seinem Kopf und den beiden Füßen von ihm. Was, ehrlich jetzt, wir sind wieder in der Kirche? Das war der kürzeste Weg? Ist im Ernst? Eine Rundfahrt ist lustig, oder was? Nein. Ich nehme das Paket auf, was passiert? Der Große da, alles steht in Flammen, ich bin tot. Nein. Ach Mann. Jawohl. Nein, irgendwo ist ein Sniper, ach du Scheiße. Oben auf dem Kirchturm könnte einer... Nee, hinterm Geschütz steht einer. Also rechts neben dem Geschütz. Ich hab keine Munition mehr. Ja, klasse. Also in der Kirche ist Munition. Na, Flammenwerfer. Lauf. Hat die Kirche vielleicht einen Seiteneingang? Oder hinten? Ich hoffe es. Natürlich nicht. Natürlich nicht. Vorne an dem MG steht einer. Muss aufpassen, wenn du da um die Ecke kommst. Genau, da. Aber ich liege hier relativ geschützt, hier ist momentan nicht so viel los. Mein Land. Jetzt. Hier vorne liegt direkt Munition. Ja, noch jetzt nicht. Unsichtbare Wand ist jetzt unnötig. Einer von euch muss das Auto reparieren, ja. Und er so, lol, ich bleib aber drin sitzen. Aua. Jetzt zündet doch die Medikamente gleich mit an. Ah, genau. Ja. Hat sich geduckt. Sehr gut. So. Jetzt. Ja, das sieht wieder richtig gut aus. Ja, dann klebe ich mal eben kurz deinen Truck wieder zusammen. So, erste Kiste schon mal auf dem Truck. Sehr gut. Wo ist denn der Typ, der mich gerade angegriffen hat?
Da ist der Typ. So. So, zweite Kiste auf dem Weg. Wäre cool, wenn du jetzt gerade mal nicht stirbst oder sterben würdest. Ja. Ich habe gerade zwischenzeitlich damit aufgehört und. Was zum Fick? Hä, was war das denn jetzt? Der Typ ist doch krepiert! Jetzt mal ohne Scheiß! Das kann doch nicht sein. Ich habe wieder eine unsichtbare Wand, was soll das? Ah, man kennt sie, man hasst sie, die unsichtbaren Wände. Der Typ ist gerade irgendwie ganz komisch, nämlich gegen die Wellblech-Kacke da gebackt. So, nächste Kiste. Und dann haben wir es auch. Und hoffentlich können wir dann auch mal selber mit dem Truck fahren. Da kommt da eine Kirche gestürmt, jawohl. Ach komm, wo kommen die denn alle her, Mann? Medikamente 3 von 3. Fahr los, du. Suchen am Bauteil für eine Bombe. Ja, genau. Nein, da vorne läuft ein Hund. Oh, ist du vor mir? Guten Tag. Nein, Hund. Jawohl. Aber Hund umgebracht, sehr gut. Nein, was? Sniper. Sniper rechts neben der Hütte. Links kommt ein Dicker. Ach nee, Alter. Jetzt gibt's erstmal hier Beef mit der Form von Granaten. Jetzt haben wir aber auch keine fahrbare Deckung mehr hier. Das ist nicht so cool. Jetzt können wir aber... Na, jetzt hatten wir gerade kurz die Möglichkeit, den Tank von dem Typen zu beschießen. Jetzt? Nein, das muss ich nachladen. Weil der sich so schön gebückt hat. Ah, verdammt. Ja toll, das sieht man jetzt. So, Bomben jetzt. Jawohl. Reiß ins Gras, Opa. Es ist aber Ende. So. So, was haben wir hier? Baut ich glaube, die kritische Situation ist jetzt erstmal wieder gebannt. Ich habe... Irgendwo läuft hier noch mindestens ein Typ rum. Ich habe noch eine Stimme gehört. Da ist er. Jetzt nicht mehr. So. In der Kirche liegt auch noch ein Bauteil. Ne, da liegen zwei. Oh komm. Da ist was. Da ist auch was. Sieht aus wie eine SD-Karte, aber hey. 3 von 3. Sprengstoff auffüllen. Platziere denn die Bombe. Ich sprenge das Drogenlabor. Wo soll ich denn die genau platzieren? Hier? Ach so, an die Wand klar. Oh, raus. Wer hat den Timer immer auf 10 Sekunden gestellt? Was soll das? Ich muss eine Munition mitnehmen. Jetzt kommt gleich wieder eine wir rennen raus Cinematic. Nein, oder keine. Okay. Nein, einfach nur. Oh, da war ein Seiteneingang. Boah, das Fass kam aber auch sportlich angeflogen. Ja. Das hätte dich ordentlich weggeballert sonst. Vor allem der Turm bleibt stehen. Jetzt und die Kirche auch, eigentlich. Die brennt nur. So. Panzerstahl oder was? Erfolg freigeschaltet. Nachts aufgegabelt. Okay. Das, Das war jetzt ein kurzes Kapitel. Das war ein kurzes Kapitel, ja. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch einen Cut, ne? Ja. Also schauen wir mal kurz noch nach dem Levelfortschritt. Wir haben eine Leuchtpistole freigeschaltet. Wir können weiter dekodieren. Ja, 500 Erfahrungspunkte, schön. Ja, ich weiß. Oh, ich habe DVDs gefunden. Interessant. Ja, dann ist er erstmal wieder beschäftigt. So, gut. Damit sind wir am Ende dieser Folge und dann bis zum nächsten Mal.